Domian. Im WDR-Fernsehen und in 1Live. Meldet uns über 1Live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. Montagnacht, ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Talkwoche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freie Themennacht, wie immer zu Beginn der Woche. Und das heißt, ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Bin gespannt auf die Anrufer heute. Und wir fangen an mit Ina. Und Ina ist 47. Guten Morgen, Ina. Morgen, Domian. Hallo, Ina. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Jo. Um was geht's? Bei mir geht's, ist ein bisschen kompliziert. Ich habe vor 2,5 Jahren einen Mann kennengelernt. Mhm. Und das lief auch alles am Anfang ganz gut. Und dann hat er immer mehr blöde Sachen gemacht. Also er kam immer erst, wenn der Samstag mal weggegangen ist, um 10 Uhr morgens nach Hause und so. Mhm. Und dann hatte ich zwischendurch eine Lebertransplantation letztes Jahr im März. Große Sache, schwere Operation. Ja. Das war ganz schön schlimm. Also ihr habt schon relativ früh dann zusammen gewohnt. Ja, das ging ganz schnell. Also der ist nach 3 Monaten oder so hier eingezogen. Mhm. Wollte ich eigentlich gar nicht. Das ging einfach so. Irgendwann hatte der alle Sachen hier und dann wohnte der auf einmal hier. Mhm. Ja, und, okay, erzähl mal weiter. Ja, dann hatte ich die Lebertransplantation und dann hatte sich hier soweit alles sich drum gekümmert, um die Hunde und so. Mhm. Und mein Sohn wohnt auch noch hier. Wie alt ist der? Der ist jetzt 21, mhm. Hat sich aber gar nicht, der versteht sich überhaupt nicht mit dem. Mhm. Also von Anfang an nicht, der konnte den gar nicht leiden. Der ist allerdings auch 20 Jahre älter als ich, muss ich dazu sagen. Der Mann? Ja. Ja. Und dann hat er mehrere Sachen hier fabriziert und wie gesagt, kam er erst immer spät nach Hause und hat mich belogen und was weiß ich nicht alles. Mhm. Und dann ist mir der Kragen geplatzt, wo der dann wieder mal sonntags morgens um 10 erst nach Hause gekommen ist. Und da habe ich gesagt, gib mir den Schlüssel raus. Mhm. Ja, und dann hat er nicht gemacht. Also wollte der nicht, ich konnte den noch nicht rausschubsen. Was glaubst du, wo er war, die Nacht oder die Nächte, wenn er so spät nach Hause kam? Hat er nur gesoffen oder war er bei anderen Frauen? Der war nicht besoffen, das ist ja das Problem. Und ich denke, dass er bei einer anderen war. Okay, so, du wolltest ihn rausschmeißen, er hat das nicht akzeptiert. Nein, er ist stehen geblieben, ich konnte ihn noch nicht rausschubsen, weil er ziemlich kräftig ist. Mhm. Und das hat mein Sohn dann mitgekriegt. Mhm. Und ist dann aus dem Zimmer gekommen und hat mich dann ins Wohnzimmer geschickt und hat gesagt, beruhige dich, weil ich total aufgelöst war. Mhm. Und dann hat er dem den Schlüssel abgenommen. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, wo soll ich denn jetzt hin? Und dann meinte der, ist mir egal, schlaf irgendwo unter der Brücke oder so. Sagt der Sohn? Hat der Sohn zu dem gesagt, ja. Mhm. Und dann meinte der, ja, dann gib mir den Schlüssel von meiner Tochter. Der wohnte vorher bei seiner Tochter. Den Schlüssel hast du auch? Den habe ich jetzt wieder, ja. Nee, weil er hat gesagt, gib mir den Schlüssel von meiner Tochter. Das heißt, ja, du hast den aufbewahrt. Von seiner Tochter. Genau. Mhm. Ja, und weil der da vorher wohnte, der hatte da so ein, ich sag jetzt mal ein Loch, so ein Kellerloch, wo der geschlafen hat. Jetzt wollen wir es nicht zu kompliziert machen. Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, das ist, der Grund ist, der bezahlt mir jetzt alles, weil ich kriege nur eine kleine Rente wegen der Lebertransplantation. Mhm. Da sind 900 Euro. Da kann ich meine Miete von bezahlen. Und mein Telefon und sowas, das Handy, so. Aber dann ist das Geld weg. Mhm. Und ich kann meine Rechnung und alles, was ich habe für den Gewerbe angemeldet. Moment, eins nach dem anderen. Er ist aus der Wohnung raus, definitiv. Ja, jetzt ist er weg. Er ist weg. Ja. Wie ist denn der Kontakt? Wie läuft der denn zwischen euch beiden? Ja, das ist das Problem. Der macht sich, also ich mache mich von ihm abhängig,
weil ich mir nichts mehr leisten kann. Ja. Und er kauft jetzt für mich ein. Und bringt das bei dir vorbei? Ja, und bringt das dann her. Gibt er dir auch Geld? Ja, mal 10 Euro oder so. Also hauptsächlich bezieht sich das auf das Einkaufen? Ja, auf Einkaufen und andere Rechnungen, die ich dann zu zahlen habe, Hundesteuer und weiß ich nicht was, das bezahlt er mir dann. Wie viel kommt denn da so durchschnittlich im Monat zusammen, was er bezahlt? Ja, wenn ich jetzt alles zusammenrechne, ich habe ja auch was für den bestellt und so, das ist auch alles auf Raten. Ich sag jetzt mal 300 Euro ungefähr. 200-300 Euro zusammen. Zahlt er für dich pro Monat? Ja. So, ungefähr, über den Daumen. Ja, so ungefähr jetzt. Aber er ist, kann man sagen, dein Ex. Ja, genau. Und warum tut er das? Warum zahlt er dir das? Er verlangt von mir dafür, dass ich mit dem Telefonsex mache. Ach so, daher weht der Wind. Ja, das ist das Problem. Telefonsex? Ja, er möchte auch gerne wieder hier einziehen, aber das will ich überhaupt nicht. Wie viel Mal Telefonsex musst du denn für diese 200-300 Euro machen? Ja, also mindestens alle 2 Tage. Ach du lieber Gott. Und ich gehe mal davon aus, dass du null Bock darauf hast. Nein, natürlich nicht. Ich täusche das alles nur vor. Ich sitzt dann hier auf der Couch und stöhne dem einen vor. Ja, was soll ich anderes machen? Und ist ihm das klar, dass du das spielst? Nein, natürlich nicht. Der meint, das ist echt. Der denkt, du hast da wirklich Spaß dran und sitzt im Negligé irgendwo auf deinem Sofa. Ja. Ach du liebe Zeit. Nina, er möchte ja gerne auch mit mir wieder richtigen Sex und er will auch wieder hier einziehen. Aber das geht gar nicht. Das hat ja einen komischen Geschmack. Das ist ja Geld für Sex, Sex für Geld. Ja, genau. Was sagt denn dein Sohn dazu? Ja, der weiß das nicht. Der ist jetzt aus der Wohnung auch raus mittlerweile? Nein, der wohnt noch hier. Und deswegen kriege ich auch keine Zuschüsse vom Amt oder so. Zahlt denn dein Sohn etwas? Ja, der zahlt 150 Euro im Monat. Ist auch nicht gerade viel. Mhm. Also ich kann mir überhaupt nichts Eigenes leisten. Ich kann mir keine Sachen kaufen. Ich kann nicht einkaufen gehen. Wenn ich meine Sachen hier alle bezahlt habe, ist das Geld weg. Mhm. Hat er einen festen Beruf, einen festen Job? Der Sohn, ja, der Sohn meine ich. Der ist 20 Jahre älter als ich, also der ist 68. Nee, der Sohn meine ich. Ja, der Sohn ist Koch. Der ist Koch. Einen festen. Ja. Könnte der nicht ein bisschen mehr abgeben zu Hause? Ja, der hat selber Schulden. Aber du bekochst ihn zu Hause? Nein. Der ist auf der Arbeit. Ach so. Also das muss ich nicht machen. Dann sind die 150 Euro quasi für Wohnung und Nebenkosten. Ja, sowas halt. Wie auch immer, Ina, ich glaube dir, dass es sehr schwer für dich fällt, das mit dem Geld irgendwie zu handeln. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg. Ich weiß nicht, was ich machen ich soll. Glaube, ich glaube, dass das für dich nicht gut ist, weil du dich dabei nicht gut fühlst. Nein, überhaupt nicht. Es ist eine Form von Prostitution Light, sage ich mal. Ja, von genau. Leichter Prostitution. Und das ist immer irgendwie nicht gut, wenn man das nicht will. Nee, ich will das überhaupt nicht. Das ist, jetzt ist die Frage. Ich traue mich immer davor, vor dem Tag, wo ich das machen muss. Gäbe es denn die. Du bist aufgrund deiner Erkrankung wahrscheinlich Frührentnerin, oder? Ja, ich darf jetzt nicht arbeiten im Moment. Mhm. Das dauert auch noch eine ganze Weile, bis ich das darf. Mhm. Weil darf ich nicht belasten und. Ne? Ja, klar, bei so einer schweren Operation ist das ja auch klar. Hast du alle Möglichkeiten ausgenutzt, die dir zustehen an Zuschüssen? Ja, habe ich. Wirklich? Ich war überall beim Amt. Ich habe Wohngeld beantragt, aber ich krieg nichts, weil ich immer die Abrechnung von meinem Sohn mitbringen soll und das und dies. Mhm. Ja, da steht mir ja genug zur Verfügung, so gesehen. Die wollen meinem Sohn also alles abnehmen, damit ich das habe. Wie viel Miete musst du denn zahlen? Das sind mit Strom zusammen 700 Euro. Oh ja, gut, das ist natürlich eine Menge Kohle. Ja, und ich kriege ja nur 900 Euro. Mhm. Also mit meinem Sohn zusammen die 150 Euro noch dazu. Dann müsste dein Sohn, finde ich, aber ein bisschen mehr Geld hinlegen. Ja, und das ist auch das Problem, weil der stellt sich total dagegen. Der sagt, ich habe selber Schulden, ich kann dir nicht mehr geben. Weißt du, wenn der alleine in der Wohnung wohnen müsste, dann weiß er auch, wie viel er dann bezahlen müsste. Ja, das habe ich dem auch schon gesagt.
Er bekommt keine Wohnung für 150. Such dir eine Wohnung und dann siehst du, was du bezahlen musst. Ja, oder wenn alle Stricke reißen, Ina, dann suchst du dir eine kleinere Wohnung, die viel billiger ist. Ja, was anderes wird mir wohl nicht übrig bleiben. Vielleicht, wenn du das vorschlägst oder ihm androhst, dem Sohn, vielleicht wird er dann wach und sagt, okay, komm, ich leg nur einen 100er drauf. Ja, ich habe dem das schon angedroht. Aber der nimmt das nicht ernst wahrscheinlich. Nee. Mhm. Der ist so stur, mit dem kann man sich gar nicht unterhalten. Und wenn, dann wird er aggressiv. Ich vermute mal, wenn du alleine irgendwo hinziehst und alleine wohnst, stehen dir auch noch mehr Zuschüsse zu. Ja, deswegen. So, also finde ich, letztendlich müsste das der Weg sein. Wenn der Sohn sich querstellt, was ich sehr, sehr beschissen finde, muss ich sagen, wenn der eigene Sohn die Mutter nicht unterstützt, obwohl er einen richtigen vollen Vollzeitjob hat, ja. So, wenn der dich nicht unterstützt und wenn du das nicht machen möchtest, diese Sexnummer mit dem Typ, dann müsstest du dieses als Ziel haben. Eine eigene kleine Wohnung, aber unabhängig. Ich weiß auch nicht, wie ich umziehen soll, weil ich das Geld nicht habe. Mhm. Das ist ja auch das Problem. Sonst hätte ich ja schon längst eine kleinere Wohnung oder was gesucht, aber ich habe die Mittel und ich habe keinen, der mich unterstützt. Ein Dilemma ist das. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wir wollen uns mal schlau machen, ob es für Umzüge auch noch Zuschüsse gibt. Könnte mir fast vorstellen, wenn das richtig irgendwie eingefädelt wird, dass man da nicht in der Luft hängen bleibt. Wir machen uns erstmal schlau für dich. Ja. Die Richtung, glaube ich, habe ich dir so gesagt, was ich richtig fände. Lass die Sache auf jeden Fall mit dem Sex sein. Ja, was soll, dann kriege ich kein Geld mehr. Na gut, jetzt reden wir im Kreis. Wir haben ja gerade schon eine Lösung. Ja. Wir haben eine Lösung ja schon mal angedacht. Da würde es jetzt nur noch daran scheitern, an den Umzugskosten und natürlich, dass du auch eine billigere Wohnung findest. Naja, eben. Und ich möchte ja auch hier in dem Umfeld bleiben, wo ich jetzt bin. Wir würden uns mal ein bisschen erkundigen jetzt, liebe Ina. Dafür bitte ich dich aufzulegen und die Heike, meine Psychologin, ruft dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute und toi, toi, toi. Ja, und danke schön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Das ist unsere Telefonnummer oder die E-Mail domian@wdr.de. Ich habe gerade überlegt, ob wir morgen um diese Zeit schon wissen, wer neuer amerikanischer Präsident ist. Ich weiß es nicht. Um 1.12 Uhr vielleicht. Zumindest die wichtigen ersten Hochrechnungen. Es wird sehr, sehr spannend, glaube ich. Und je nachdem, wer gewinnt, wird das ein Riesenthema, ein Weltthema werden. Und sicher werden wir dann auch in den nächsten Tagen, vor allen Dingen, wenn es ja Trump wird, wird das ein Riesenspektakel werden, wahrscheinlich überall. Hier ist Claudia. Claudia ist 45. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Claudia. Klingst du traurig, höre ich das richtig? Ja, wie gesagt, ich bin halt in Entgiftung im Moment. In Entgiftung für was? Heroin. Heroin? Mhm. Was heißt genau Entgiftung? Wo bist du, was macht man? Also ich bin in Bonn, in den Kliniken in Bonn. Mhm. Bin da halt entgiftet von Heroin, hab halt Heroin konsumiert. Wie lange bist du jetzt schon in der Entgiftung? Seit Donnerstag. Vergangenen Donnerstag. Wie lange dauert eine Heroinentgiftung? So circa 3 bis 4 Wochen. Das kommt halt drauf an, wie viel man konsumiert hat und was man danach macht. Ne? Also ich werde hier auf Nemexin eingestellt. Das ist ein Blocker. Mhm. Das heißt also, wenn ich auf Null bin, muss ich auf jeden Fall noch 10 Tage hier bleiben, weil man erst nach 10 Tagen auf Nemexin eingestellt werden kann. Wie viel hast du denn und wie lange hast du Heroin konsumiert? Also insgesamt bin ich seit 10 Jahren heroinabhängig. Jeden Tag? Du hast jeden Tag genommen? Moment, ich erkläre es gerade. Ich bin seit 10 Jahren heroinabhängig und habe auch zwischendurch immer mal ein paar Clean-Phasen gehabt. Mhm. Ich bin jetzt ungefähr seit September, Ende September wieder rückfällig. Was heißt rückfällig? Wie viel hast du da konsumiert? Das heißt also, dass ich clean war bis Mitte September, so 20. September rum. Mhm. Ich weiß jetzt nicht genau das Datum. Und habe ungefähr ein halbes bis ein Gramm am Tag
Heroin konsumiert, geraucht, ne? Ich habe noch nie gespritzt oder so. Ich habe das immer nur geraucht. Ja. Wie geht es dir gerade jetzt nach den paar Tagen Entgiftung? Ja, im Moment bin ich halt so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe halt einen Freund. Wir sind, ich muss da mal zurück, 2 Wochen zurück. Wir sind halt bei einem Bruch auf frischer Tat ertappt worden und waren eine Nacht in Polizeigewahrsam und er ist halt jetzt in U-Haft und ich bin halt jetzt in Entgiftung. Wo habt ihr eingebrochen? In ein Fabrikgelände, ein altes, wollten da Metalle klauen. Mhm. Um das Heroin zu finanzieren? Richtig, genau, Beschaffung halt, ja. So, er sitzt in Untersuchungshaft? Im Moment, ja. Und droht dir das auch? Nein, dann wäre ich jetzt auch in Untersuchungshaft. Weil er keinen festen Wohnsitz hat oder nicht, also er hat keine Meldeadresse. Mhm. Deswegen ist er in Untersuchungshaft und ich habe halt einen festen Wohnsitz. Mhm. Als er aus Haft gekommen ist, er ist erst September aus Haft gekommen. Weswegen war er in der Haft? Bitte? Weswegen war er im Knast? Auf Beschaffungskriminalität halt. Hast du auch schon einiges auf deinem Konto? Ich habe noch 4 Monate Bewährung. Mhm. Also ich habe Bewährung noch bis April. Mhm. Und wenn ich Pech habe, wird die jetzt widerrufen durch diesen Bruch. Ja, durch diesen. Boah, Claudia, er sitzt aber richtig im Mist drin. Ja. Deswegen hast du gerade angefangen zu sagen, ich habe so ein ungutes Gefühl im Moment. Warum hast du das? Ja, weil ich einfach auch nicht weiß, ob ich an dieser Beziehung überhaupt weiter festhalten soll. Mhm. Wie lange läuft hier denn schon die Beziehung? Die Beziehung läuft schon seit 18 Jahren. Ach so. Und ihr habt beide immer munter zusammen Heroin konsumiert? Nein, nicht schon immer. Also wie gesagt, ich bin ja erst seit 10 Jahren drauf. Na ja, gut, aber die letzten 10 Jahre dann, oder nicht? Ja. Ja, richtig. Na gut, und ich habe halt bis 2013, von 2006 bis 2013, wirklich ununterbrochen konsumiert, ohne... Wenn er 18 Jahre dabei ist, ja. Nee, wenn ihr 18 Jahre zusammen seid, ist er auch 18 Jahre dabei? Ja, richtig. Hat er dich quasi dahin geführt? Nein, das war mein großer Bruder. Der hat ihn auch vor 18 Jahren draufgebracht. Aber ihr wart ja immer eine ganze Weile zusammen, also 8 Jahre, wo du nicht konsumiert hast. Nein, ich muss dazu sagen, Moment. Es war also nicht so, dass Droge schon immer mein Problem war, ja. Nein. Also ich habe früher Männer konsumiert statt Drogen, ja. Und er war halt, ich war verheiratet und zu der Zeit war er halt ein Verhältnis von mir. Deswegen sage ich 18 Jahre. Ich war zwischendurch von meinem damaligen Ehemann getrennt, lebend. Mhm. Und zu der Zeit war ich fest mit diesem Mann zusammen, der jetzt also eigentlich mein Lebenspartner ist, aber wie gesagt halt im Moment in U-Haft ist. Was empfindest du denn für diesen Mann, der in U-Haft ist, noch? Ich liebe diesen Menschen. Das ist ja, warum ich ja so verzweifelt bin im Grunde. Aber es gibt auch Bedenken deinerseits ihm gegenüber. Was sind das für Bedenken? Ja, wir nehmen uns immer vor, ein cleanes Leben zu führen. Mhm. Und irgendwie haut das nicht hin. Nee, irgendwie. Also, kann man sagen, dass ihr euch beide gegenseitig immer wieder runterziehen, ja, genau. Immer wieder. Und genau. Das, ja. Hat er dich auch eher verleitet zu diesen kriminellen Aktionen? Nein, was heißt verleitet? Das tun wir gegenseitig. Also wir sitzen dann zu Hause zusammen. Was können wir machen, um Geld zu kriegen? Ich frage dich mal so ganz, ganz klar, um ein neues Leben, ein cleanes Leben, ein anderes Leben zu führen als das, was jetzt gelaufen ist, das könntest du besser, wenn du von ihm getrennt wärst, wohl? Ja, Fakt ist einfach, dass er war ja jetzt die letzten 3,5 Jahre auch in Haft. Mhm.
Und wir haben während dieser 3,5 Jahre zweimal versucht, eine Therapie, eine Paartherapie zu machen. Mhm. Und beides mal in die Hose gegangen. Warum? Ja, weil wir rückfällig waren zusammen. Ach so. Mhm. Ja. Mhm. Was eigentlich ein Beweis ist, dass es eigentlich nicht funktioniert. Ja, und wenn ich alleine bin, schaffe ich es halt auch immer, clean, in längere Zeit clean zu sein. Also, ja, ich will ihm auch nicht die Schuld in die Schuhe schieben, will ich nicht, absolut nicht. Weil es kann, jetzt zum Beispiel ist er aus Haft gekommen und ich war schon wieder am Konsumieren, ja. Mhm. So habe ich ihn im Grunde wieder mit reingesetzt. Aber Claudia, das Wenige, was du mir jetzt erzählst, sagt mir, gerade ist es ja auch so formuliert worden, dass du, wenn, das ist ja schon ein harter Weg, aus diesem Sumpf rauszukommen, dass du diesen Weg, wenn, am besten alleine gehst. Ja, aber... Weil die Chancen am größten sind, dass du es dann schaffst. Das würde bedeuten, vielleicht wäre das sogar sehr gut, weil das einen großen Umbruch in deinem Leben bedeuten würde, wenn du dich von ihm trennst. Weil so ist das der gleiche Mechanismus, die gleichen Rituale und das eine bedingt das andere und ihr hängt beide wieder drin. Ja, er hat mir jetzt auch, wir haben geschrieben, jetzt, als er in Urhaft war, habe ich ihm natürlich geschrieben, hat mir darauf geantwortet und hat er auch reingeschrieben, dass es vielleicht für mich besser ist, wenn wir uns trennen. Mhm. Ja, hat er auch. Er sieht das also wahrscheinlich genauso. Wie gesagt, ich habe mit ihm jetzt noch nicht gesprochen seit der Verhaftung, ja. Mhm. Ich hätte eigentlich morgen einen Termin in der Haft zum Besuch, den ich allerdings nicht wahrnehmen kann, weil ich ja jetzt in Entgiftung sitze. Ne? Mhm. Ja. Was glaubst du, droht ihm jetzt an Strafe? Na, ich denke mal, er, wie gesagt, er war ja in Haft, ne? Mhm. Und er hat Endstrafe gemacht, das heißt, er hat keine Bewährung, nichts mehr, offen, gar nichts mehr, was dann noch, dass er nun eine Bewährungsstrafe bekommen wird, denke ich. Aber wie gesagt, bei mir habe ich halt, ich habe halt jetzt Panik, dass ich einen Widerruf bekomme und ich dann halt 4 Monate reingehe. Ich war nach dieser Verhaftung eine Nacht im Polizeigewahrsam und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mir völlig ausgereicht. Ich bin also... Claudia, alles schreit danach, dass du ein neues Leben beginnen musst. Ja, ich weiß. Dafür musst du erstmal den Dreck jetzt wegkehren. Damit meine ich die kriminellen Sachen und die Abhängigkeit, in denen du jetzt noch drin hängst. Ja. Ich weiß, es ist sehr schwer, als Fremder von außerhalb zu beurteilen. Das ist eine 18-jährige Beziehung, die hochkomplex ist, mit vielen Höhen und Tiefen. Mhm. Aber so, ich kann dir nur mein erstes Gefühl sagen. Mein erstes Gefühl sagt mir, ja, geh weg. Und ich glaube, dass du das so tief in dir auch so denkst, wahrscheinlich. Ja, wie gesagt. Da gibt es 1000 Aber und ich habe vielleicht Angst und ich liebe ihn noch und weiß ich was alles, aber... Es ist wahrscheinlich das Richtige. Ja. Du müsstest natürlich, aufgrund, du bist ja so angeschlagen von allen Seiten, du müsstest parallel dazu eine psychotherapeutische Stabilisierung haben. Ja, das habe ich vor. Das habe ich vor, wenn ich in dieses Nemexin-Programm gehe. Unbedingt. Ja, ich habe vor, jetzt, wenn ich hier, solange wie ich noch in der Entgiftung bin, das alles schon anzuleiern. Also, sehr gut. Das heißt, eine ambulante Therapie, schon damit ich, wenn ich vor Gericht bin, was vorweisen genau, kann. Genau, sehr gut, sehr gut. Das zeigt damit, die Ernsthaftigkeit dann von genau, deiner Seite. Genau, genau, damit die auf keinen Fall widerrufen, ja, und ich vielleicht nochmal eine Bewährung Aufstockung kriege, dann, ja. Dann lass dich doch bitte jetzt noch von meiner Psychologin, die hier im Hintergrund arbeitet, noch beraten, in Sachen Therapie, wie, wann, wo, was und so weiter. Das kann ich hier gerne noch anbieten, Claudia. Was die Grundfrage anbelangt, habe ich dir meine völlig subjektive Meinung gesagt. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und die richtigen Entscheidungen. Ja, ich möchte nur ganz kurz sagen, ich weiß, dass der zuhört. Er hat immer zugehört. Er hört dir immer zu, wenn du deine Sendung machst, wenn er in Haft ist. Ja, und ja, es tut mir alles so leid, weil wir einfach noch nicht sprechen konnten, noch gar nicht, überhaupt nicht, ja. Und ich das einfach mal loswerden musste, ja. Und ich kann mich hier in diesem
Gruppen, die hier vor stattfinden, nicht so öffnen, weil einfach alles Fremde um mich rumsitzen. Und, verstehe. Ja. Dann grüßen wir ihn auch mal sehr herzlich von hier und wünschen ihm auch alles Gute und dass er auch den Dreh kriegt für sein Leben. Ja, vielleicht findet ihr ja später irgendwann nochmal zusammen. Aber jetzt ist es wahrscheinlich klug, wenn ihr beide euch erstmal ein bisschen distanziert voneinander. Ja. Liebe Claudia, du legst bitte auf und die Heike ruft dich gleich an. Alles klar. Ich drücke dir die Daumen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50. Und hier ist das Thema Übermorgen. Übermorgen heißt unser Thema pervers. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die perverse sexuelle Neigungen oder Fantasien haben oder was man so pervers nennt. Oder vielleicht glaubt ihr, dass das pervers ist. Dann mit Leuten, die so viel Geld haben, so viel Geld verdient haben oder geerbt haben oder weiß ich was, dass ihr eigentlich auch schon sagt, ich habe eigentlich pervers viel Geld. Irgendwie übersteigt das alle normalen Maße. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die sich pervers unmoralisch verhalten haben und auf der anderen Seite natürlich auch noch mit Opfern von perversen Leuten in jeglicher Beziehung. Ihr könnt gerne wie immer euch melden oder anmelden unter domian@wdr.de oder während der Sendung anrufen. Oder vor der Sendung anrufen. Pervers, unser Thema in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Marc. Marc ist 24. Guten Morgen, Marc. Hallo, Domian. Hallo, Marc. Freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, mein Problem ist, ich habe vor 2 Jahren eine Frau kennengelernt. Mhm. Also in der Ausbildung. Und das war die erste Frau, in die ich mich wirklich extrem verliebt habe. Also es war jetzt nicht nur, dass ich mich normal verliebt habe, sondern es war wirklich sehr, sehr stark. Ich habe noch nie sowas in der Intensität empfunden wie für sie. Mhm. In deinem Alter ungefähr? Wie bitte? In deinem Alter ungefähr? Ja, sie war 2 Jahre älter als ich. Okay. Mhm. Und wir haben uns dann auch mit der Zeit dann auch immer öfter getroffen und aber es war nie was Körperliches zwischen uns. Also, und da kann man vielleicht nicht direkt sagen, dass ich in einer Beziehung war. Aber wir haben uns einfach sehr, sehr viel und sehr oft getroffen. Und Moment, hab ich nicht verstanden. Sie waren in einer Beziehung? Nein, also wir waren halt nicht in einer Beziehung. Ihr wart nicht in einer Beziehung? Nee, kann man glaube ich so nicht sagen. Es ist nicht zu einer Beziehung gekommen, bis heute nicht? Nein. Wie kommt das? War sie nicht so verliebt in dich wie du in sie? Das kann ich bis heute nicht so wirklich beantworten. Das weiß ich nicht. Ich war von ihren Reaktionen auch manchmal irritiert. Mal wirkte es so, als wenn sie vielleicht doch echt nur von mir nur das Freundschaftliche erwartet hatte. Mhm. Dann wiederum gab es aber auch Anzeichen, wie wo sie zum Beispiel gesagt hat, wir machen mal nur zu zweit einen Cocktailabend bei ihr zu Hause, in ihrem Zimmer. Da hatte ich auch schon, okay, bin ich aber ein sehr guter Freund. Mhm. Und dann hat sich auch ziemlich körperbetont angezogen. Also das war alles schon so komische Andeutungen. Allerdings bin ich auch nicht so der Typ, also ich hab Schwierigkeiten, mich vor einer Frau, die mir viel bedeutet, auch sexuell zu öffnen. Deswegen habe ich da auch nichts gemacht. Vielleicht hat das gefehlt, ich weiß es nicht. Aber das war sie auch noch von mir irritiert. Auf jeden Fall am Ende lief es dann irgendwann so. Sie hat auch ein bisschen Schwierigkeiten in ihrer Familie. Sie ist Scheidungskind und ihre Mutter ist arbeitslos, was ihr sehr viel Angst macht, weil sie irgendwie Angst hat, dass sie selber irgendwann mal so wird wie ihre Mutter. Mhm. Hat sich auch selber sehr viel Stress gemacht und irgendwann stieg ihr wohl irgendwann alles über den Kopf und fing auf einmal an, mich erstmal doof anzumachen, von wegen, dass ich zu aufdringlich sei, weil ich sie wir ja sind immer noch bei der, wollte. Wir sind immer noch bei der Cocktailparty, oder? Nee, das war dann... Achso, ich dachte, das war der Cocktailparty. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Und ich war da erstmal völlig weg und frag mich, woher kommt denn das jetzt? Warum ist sie jetzt so? Er wollte auch nicht mit mir reden. Dann hat sie gemeint, sie möchte Abstand haben. Von welchen Zeiträumen reden? Lass sie erstmal Zeit. Von welchen Zeiträumen reden wir jetzt? Dieses, wo sie sagt, sie wollte Abstand haben? Das war letztes Jahr. Letztes Jahr. Okay. Wie ist denn der Stand bis heute? Oder heute, wie ist der aktuelle Stand? Ja, es ist dann so, dass wir seit November uns jetzt nicht mehr kontaktieren. Und ihr seht euch auf der Arbeit auch nicht mehr? Nee, die Ausbildung haben wir auch, also ich habe meine Ausbildung letztes Jahr auch abgeschlossen. Okay. Mhm. Sie hat dann die Ausbildung noch weitergeführt, ich habe einen Studienplatz bekommen. Mhm. Und bin dann auch weggezogen. Weit weg von ihr? Ja, schon. Ich komme halt eigentlich aus Hannover und bin dann nach Bielefeld gezogen.
Okay, so ganz weit geht ja noch. So, seit November keinen Kontakt mehr. Richtig, weil ich habe sie dann noch mal einmal angeschrieben, nach schon 2 Monaten. Mhm. Nichts mehr, habe ich sie noch mal angeschrieben, wollte das noch mal versuchen, aber sie hat dann immer noch gesagt, du, ich möchte einfach im Moment nicht mit dir reden, ich möchte Abstand haben. Was für mich eigentlich auch kein endgültiges Ende war. Abstand hört sich für mich an, als wäre das nur eine Phase. Aber wir reden jetzt wir haben ja jetzt auch schon wieder November. Das heißt, ein Jahr ist dieser Abstand schon da. Genau. Mhm. Und ich habe das dann halt auch dann immer ihr geschrieben, okay, gut, ich akzeptiere das und ich überlasse es jetzt dir, was aus uns wird. Mhm. Wenn du mich anschreibst, dann antworte ich zurück, aber ich werde von mir aus dich nicht mehr anschreiben, weil ich das jetzt so oft gemacht habe und immer nur Ablehnung kriege. Okay. Das tut ja auch irgendwann weh. Wann hast du diesen Satz geschrieben? Das war dann halt im November. Ah, dieser Satz war wirklich im November. Und genau. Seitdem hat sie sich überhaupt nicht mehr geregt. Genau. Stattdessen hat sie mich auch noch aus Facebook gelöscht und das war dann für mich dann auch so der endgültige Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, Marc, ich will wirklich nicht mehr. Es hat mich zutiefst erschüttert. Ich habe sogar noch bis letzten Juli, wo sie Geburtstag hatte, geweint, weil ich sie so gerne gratuliert hätte, aber schon auch irgendwie wusste, es ist wohl nicht das Richtige, das wird sie nicht haben wollen. Hattest du überhaupt schon mal vorher eine Beziehung? Nein, ich hatte noch keine Beziehung, was mich auch sehr frustriert. Aber gut. Ich frage einfach nur so rein infomäßig. Hast du schon mal sexuelle Erfahrungen gesammelt? Ja, einmal, aber das war mehr so ein Versehen. Also war nicht so der Bringer. Ja, das war nur eine Disco-Bekanntschaft. Na gut, ist auch okay. Kann ja mal passieren. Ja. Marc, also wie du mir das jetzt so erzählst, ne, muss ich dir sagen, schmink dir diese Sache komplett ab. Komplett. Hoffe und warte auch nicht mehr darauf, dass sie schreibt. Ja. Es ist vorbei. Es war ja nie was. Es ist nicht mal vorbei, sondern es ist jetzt ganz klar, dass es nie was werden wird und nie was war. Ja, ich sag's dir mal volle Kanne so heftig, weil ich glaube, das musst du so hören. Du hast dich schon lange genug damit aufgehalten, finde ich. Ja, ich habe auch schon versucht, jetzt hier in der Universität mal wen Neues auch kennenzulernen. Mhm. Hab da halt auch mal, aber erstens halt Pech, weil die meisten, wo ich mich vielleicht auch mal interessiert zeige, sind halt schon vergeben. Naja, gut. Und ansonsten ist es auch nicht so das Gefühl so wirklich gewesen. So, ich hatte halt einfach mal versucht, ihm einfach eine Chance zu geben, aber ich habe bislang mich nie mehr so verliebt gefühlt und ich habe auch Sorge, dass ich das nicht kann, solange ich sie nicht endlich aus meinem Herzen bekomme. Ja, aber da musst du jetzt auch den Schritt für unternehmen und dich zunächst erstmal dafür entscheiden, dass die Sache gelaufen ist. Und das dir auch klar machen und jegliche Hoffnung aus dir rauspusten, vielleicht schreibt sie ja doch nochmal und vielleicht ist das nochmal was. Nein, nein, nein. Ja. Diese Frau ist Geschichte, die ist weg aus deinem Leben. Und vielleicht könntest du sogar ein bisschen auch Wut auf die haben, weil die hat dich ja immerhin 2 Jahre da zappeln lassen. Ja. Obwohl die genau wusste, was mit dir los ist. Da könnte man dir jetzt auch vorwerfen, wieso hast du es 2 Jahre mit dir machen lassen, geschenkt. Aber sie hat mit dir auch gespielt, die 2 Jahre. Und das ist kein guter Atemzug, kein guter Charakterzug von ihr. Und ich finde, das macht einen Menschen auch nicht liebenswert. Auf keinen Fall für dich. Ja. Du hast dich da in etwas hineingesteigert, in das du verliebt bist, was es gar nicht gibt. Diese Frau, in die du verliebt bist, gibt es gar nicht. Gibt es nicht. Das hast du dir so ausgemalt in deinen Illusionen. Ja. Ich habe versucht, habe ich einen Abschiedsbrief geschrieben, wo ich versucht habe, nochmal mit allem abzurechnen und sie damit loszulassen. Wollte da aber bewusst nicht sauer sein, weil ich dachte, das macht mir zu viele schlechte Gefühle. Und ich habe versucht, ihr lieber einfach zu danken für die schöne Zeit, die ich mit ihr hatte. Nein, die war gar nicht so schön, die Zeit. Ich glaube, du hast in der Zeit so viel innerlich gelitten, weil alles so frustrierend war. Nein, nein, sei mal ruhig sauer. Und diesen Abschiedsbrief schick ihr bitte nicht ab, sondern den schreibst du und den kannst du in den Müll danach werfen. Ja. So als psychologischer Trick finde ich das sehr gut, dass man das mal aufschreibt. Dann kriegst du es von dir weg. Nein, sei zornig auf die. Die hat dich richtig zappeln lassen, die Alte. Die hat dich nicht gut behandelt. Die hat gemerkt, wie groß verliebt du warst.
und hat sich gesonnt in deinem Verliebtsein und hat dir gar nichts zurückgegeben und hat in diesen 2 Jahren eben auch nicht richtig Tacheles geredet. Ja. So. Das sind jetzt alles kleine Schritte, des dich Verabschiedens. Und parallel dazu musst du aktiv sein und wirklich rausgehen. Du bist Student, mein Gott, du siehst 1000 Frauen. Geh in Clubs, geh in Bars, verabrede dich. Geh davon aus, dass du Frust erleben wirst. Das ist immer so, wenn man auf der Piste ist. Ja. Aber es wird schon auch funktionieren, bin ich ganz sicher. Ja, da habe ich halt das zweite Problem, dass ich halt allgemein auch echt Schwierigkeiten habe, mich so zu öffnen, zu flirten. Und ja, aber du ich bist... Ich kann es mal ansprechen und bin dann immer der gute Freund, aber in die andere Richtung schaffe ich es auch meistens nicht. Ja, aber andererseits gibt es auch genügend Frauen, die solche Männer auch sehr schätzen und sehr mögen, wie du es bist. Und du bist auch nicht schüchtern, redest ja ganz normal hier mit mir und gar nicht irgendwie verklemmt oder so. Das ist ja alles sehr nett und gut. Also meinst du, dass auch so jemand wie ich, der eigentlich mehr so, der nicht so viel flirtet, eigentlich auch attraktiv ist? Ja, natürlich. Na klar. Es gibt ja nicht nur die Frauen, die auf die Flirter abfahren. Es gibt ja Frauen, die ein bisschen genauer hingucken und genau das auch gerne haben, wenn jemand nicht so offensiv ist. Klar. Weil ich immer so denke, dass vielleicht auch Desinteresse ausstrahlt, wenn man nicht mal auch schon mal zeigt, sowas wie, hey, du siehst voll attraktiv aus oder keine ja, Ahnung. Aber das kann man ja auch in anderer Form zeigen, dass man einfach freundlich zu jemandem ist und man muss das ja nicht gleich alles aussprechen. Bist du denn mit dir, mit deinem Äußeren zufrieden? Ja. Ja, guck. Ziemlich. So, guck mal, das ist schon mal die halbe Miete. Stell dir mal vor, du wärst jetzt mit dir sehr unzufrieden und da könnte man kaum was dran machen. Das wäre übel. Ja. Also ich möchte dich ermutigen, wirklich nach vorne zu gehen, aber bleib so, wie du bist. Du musst dich ja gar nicht groß anderen Menschen aus dir machen. Aber was du machen musst, und mit aller Disziplin, diese Frau muss aus deinem Herzen und aus deinem Kopf raus. Ja. Damit du frei wirst. Und ich garantiere dir, wenn du das geschafft hast, siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Mein Lieber, ich drücke dir die Daumen. Danke. Viel Glück. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne, lieber Marc. Alles Gute und viel, viel Glück. Danke, wünsche ich dir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 1.37 Uhr, die allerbeste Zeit für Daniel. 33. Guten Morgen, Daniel. Ja, hallo Domian. Daniel. Ich bin total aufgeregt. Kriegen wir schon hin. Ja, ich höre dich jeden Abend auch über Nachtlager und auf YouTube und schon seit Jahren, seitdem ich Schüler bin. Und ich kann es kaum glauben, dass ich heute durchgekommen bin. Also, ich freue mich, dass du da bist. Ja, genau. Ich habe ja schon mit deiner Redaktion gesprochen und... ja. Erzähl es mir auch mal. Genau, es ist so, dass ich seit ungefähr 6 Jahren schwer alkoholkrank bin. Und trotzdem mein Leben noch so halbwegs in den Griff bekommen habe. Ich versuche ja durch den Alkohol meine Probleme also zu vergessen. Am Wochenende, wenn ich oft einsam bin. Und Auslöser war ein Burnout vor 6 Jahren ungefähr. Meine Freundin hatte mich verlassen und ich habe wirklich sehr viel gearbeitet, 60 Stunden. Was hast du gearbeitet? Im Einzelhandel war ich tätig und ich hatte noch mehrere Nebenjobs, weil das Geld nicht so gereicht hat. Und und trotzdem war ich zu fertig, meine sozialen Kontakte sind dadurch zerbrochen. Ich wusste nicht, wie ich Bist du seitdem auch solo? Ich hatte auch Beziehungen, aber die sind immer wieder auch zerbrochen. Mhm. Und bist du noch berufstätig? Ich hatte einige Zeit war ich auch arbeitslos und war auch als Leiharbeiter tätig. Jetzt habe ich den Einstieg wieder gefunden. Das heißt, du arbeitest fulltime und bist dazu aber auch voll Alkoholiker? Also am Wochenende auf jeden Fall. Und abends, wenn du nach Hause kommst, auch? Ja, da trinke ich auf jeden Fall, um einschlafen zu können. Also trinke ich ganz schon viel, aber nicht so, dass ich dann nächsten Morgen nicht mehr aufstehen kann. Also das heißt, so ein bisschen angeschickert bist du jetzt auch, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Okay, aber es ist schon völlig okay, ich kann normal mit dir reden. Ja, ja. Wie viel trinkst du denn am Wochenende, damit ich mir mal ein Bild machen kann?
Ja, also das fängt dann schon beim Kasten Bier an, so am Freitagabend, ne, und steigert sich dann zu einer Flasche Wodka, alles, was so der Pennymarkt um die Ecke hergibt. Ne. Wie Kasten Bier am Freitagabend oder fürs Wochenende? Nee, am ersten Mal, also ich fange erst mal an. Du fängst und dann, am ersten Abend einen ganzen Kasten Bier? Ja, genau. Und dann mache ich dann weiter oft. Also ich nehme dann noch Wein dazu. Ich mische auch ganz viel. Also ich gehe auch gar nicht wirklich weg. Das heißt, du sitzt alleine zu Hause und gibst dir die Kante? Ja, richtig, genau. Also ich habe so ein, zwei Freunde, die kommen also vorbei und trinken mit mir. Aber oft ist es schon, ja, dass ich einsam bin, ja. Das heißt, da kommt auch dann, du sagtest gerade, eine Flasche Wodka auch noch dazu? Ja, genau. Richtig. Und noch ein Kasten Bier am Samstag? Ja, genau. Eigentlich kann man das gar nicht so richtig zählen. Also das ganze Wochenende. Das ist so, dass ich dann quasi Montag Nachmittag noch ein bisschen blau bin. Ich wollte gerade sagen, da musst du doch komatös besoffen sein am Sonntagabend. Kommst du dann überhaupt montags dann aus dem Bett, um zur Arbeit zu gehen? Es geht ja nicht anders. Hat man es dir schon angemerkt? Ja, teilweise habe ich auch in Pausen getrunken während der Arbeit. Und ich habe auch deswegen meinen Job vor ein paar Jahren verloren. Ich meine jetzt in dem neuen Job. Merkt man es dir an? Oder trinkst du da auch? Ich hab da wenig Kundenkontakt, wo ich jetzt in meiner Abteilung bin. Also ja, ich meine die Kollegen. Die Kollegen, nee, also die sagen auch nichts. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie ohnmächtig werde oder so oder eine Fahne habe. Also ich rede dann ganz wenig, also wenn die Leute dort sind. Was hast du denn schon dagegen unternommen, Daniel? Ja, ich war bei meinem Hausarzt und war auch beim Psychologen deswegen. Was haben die denn gesagt? Ja, dass es schon ein Problem ist, dass ich Depressionen habe durch die Arbeitsbelastung, die ich auch erlebt habe und dass ich da versuche, irgendwie das zu kompensieren. Hast du denen das Ausmaß geschildert, so wie du es mir gerade gesagt hast? Nee, also ich habe mich geschämt, ehrlich gesagt. Ich rede gar nicht so intensiv. Also ich, auch selbst beim Psychologen habe ich nicht so viel erzählt darüber. Wenn du meine Sendung so lange schon kennst, muss dir ja eigentlich klar sein, was ich dir jetzt sage. Ja, genau. Ich soll davon wegkommen. Nee, das ist sowieso klar. Aber das aller Dringendste wäre natürlich oder ist natürlich eine Therapie, ein Klinikaufenthalt. Ja, aber da habe ich ja Angst. Also ich möchte nicht gebrandmarkt werden, weil ich bin ja kein Psycho. Ne? Ich habe ein Alkoholproblem, also wie viele Menschen ja auch. Also gut, was heißt gebrandmarkt werden? Von wem hast du Angst, gebrandmarkt zu werden? Ja, von Freunden. Ja gut, die wissen ja sowieso. Ich vermute mal, dass das... Hast du überhaupt noch viele Freunde? Nicht mehr so viele. Also meine Freundinnen sind auch weggegangen oft. Also sind auch zerbrochen, die Beziehungen. Ja. Wie viele hast du denn noch? Wie viele Freunde? Das kann ich so an der rechten Hand abzählen. Ne? So, wie viel wissen davon, dass du säufst? Also 2-3 auf jeden Fall. Also was reden wir da? Bei deiner Arbeitsstelle musst du nicht sagen, wo du hingehst und warum du da hingehst. Du bist dann halt in einer Klinik eine Weile und bist krankgeschrieben. Ende der Debatte. Ja. Das ist so leicht gesagt, aber ich habe da Angst vor so Ärzten und Zwangsjacken und ich. Es gibt keine Zwangsjacken, wenn du in eine Suchtklinik gehst. Aber ich habe das so mitbekommen im Fernsehen und ich sehe ja auch auf der Straße die Obdachlosen. Also ja, aber das droht dir, wenn du nichts unternimmst. Ja, ich versuche, ich mache manchmal auch Pausen und die Frage ist, da müssen wir ja gar nicht lange um heißen Brei reden. Willst du dein Leben verändern? Oder willst du dich weitersaufen? Irgendwann totsaufen? Ich möchte so mein Leben verändern. Und zwar hatte ich vor, auszuwandern.
auszuwandern, als Alkoholiker. Ja, genau. Um wegzukommen vom Alkohol. Je weiter weg ich komme von diesem Land. Ja, du glaubst, dass du in einem anderen Land, wo auch immer du sein wirst, dass du plötzlich wie durch Zauberhand deine Alkoholsucht verlierst. Wohin du auch reist, Daniel, du nimmst deine Probleme immer mit. Löse deine Probleme erstmal hier, dann kannst du immer noch auswandern. Aber die Probleme hier in diesem Land sind doch das Problem für mich. Also ja, aber du gehst die Probleme ja hier gar nicht an. Du lässt dich ja hier treiben. Glaubst du, wenn du jetzt nach Amerika, nach Australien, weiß ich wo, auswanderst, da wirst du nicht mehr saufen? Nein, ich möchte ja nicht nach Amerika gehen. Ich möchte irgendwo hingehen, wo es keinen Alkohol gibt, wenig Alkohol und wo die Verhältnisse stabil sind. Ja, dann musst du in Deutschland. Dann musst du nach Saudi-Arabien gehen oder weiß ich was. Nein, also ich hatte ja vor, nach Nordkorea auszuwandern. Das ist kein Scherz. Das meinst du jetzt nicht ernst? Doch, wirklich. Das ist krasseste, heftigste, schlimmste Land der Welt? Nein, gar nicht. Also es gibt dort keine Obdachlosen zum Beispiel. Es gibt da keine Alkoholiker auf der Straße. Ja, okay. Also Alkohol ist sanktioniert. Ja, okay. Aber wir müssen jetzt nicht über das politische System von Nordkorea reden, was zu den härtesten Systemen der Welt gehört. Das ist jetzt absurd. Darüber müssen wir nicht sprechen, dass du da hinreist, obwohl du würdest ja wahrscheinlich gar nicht da übersiedeln dürfen, um da deine Alkoholsucht loszukriegen. Wenn du das wirklich ernst meinst, dann ist das absurd. Oder du verarschst mich jetzt. Nein, das tue ich nicht. Also das meine ich sehr ernst. Ich habe mich ja sehr viel damit befasst. Also wenn ich dann einsam bin zu Hause, ich habe noch nie was Absurdes gehört, als von einem Alkoholiker, der nach Nordkorea auswandern will, um dort seine Sucht zu kriegen. Ja, also dort herrscht ja Planwirtschaft. Es gibt ja kaum Alkohol oder Drogen, an die man herankommen kann. Ja, und was willst du da machen? Ich möchte Menschen helfen. Ich möchte erstmal als Entwicklungshelfer dort tätig werden, wenn es möglich ist. Du kannst nicht als Entwicklungshelfer nach Nordkorea gehen. Doch, klar, das geht. Und welche Organisation bietet das an? Das Rote Kreuz. Als Entwicklungshelfer nach Nordkorea? Ja, es gibt christlich, doch, wirklich christliche Stiftungen, Diakonie. Daniel, lass uns das mal, das ist absurd. Warum ist das denn absurd? Weil, ich glaube, du verarschst mich. Nein, das tue ich nicht. Ich meine das ziemlich ernst. Also, wieso gehst du hier nicht in eine Klinik? Du hast Angst, hier in eine Klinik zu gehen, aber keine Angst, in eine der schlimmsten Diktaturen der Welt zu gehen? Ja, also das ist ja meiner Meinung nach eher Propaganda, was so in den Medien kolportiert wird. Also Lassen wir es. Ich möchte jetzt nicht mit dir über Nordkorea sprechen. Das ist mir zu absurd. Entweder verarschst du mich jetzt die ganze Zeit. Sag's. Nein, das tue ich nicht. Okay. Wenn du es nicht tust, dann würde ich dich gerne von meiner Psychologin noch beraten lassen, was du machen könntest. Du kannst es ja einfach dir mal aufschreiben, du musst es ja nicht machen. Ich rate dir dringend, hier etwas zu unternehmen. Und wenn du clean bist, geh, wohin du willst. Ja, aber das Land hier macht mich kaputt. Die Gesellschaft macht mich hier kaputt. Gut, und tolle Gesellschaft. Und Nordkorea ist homogen. Natürlich. Also heterogen. Ist hier alles zu bunt, ist mir ja alles. Also ich möchte weg. Ja. Deswegen besaufe ich mich ja auch. Können wir dich nochmal anrufen? Ja. Nee, wir müssen ja nicht. Okay. Nee. Ich dränge dir das nicht auf. Ich glaube, du bist auch gar nicht zugänglich für. Ja, wenn du meinst. Dann beenden wir es einfach, ne? Okay, ja. Daniel, der nach Nordkorea auswandern will, ist ja mal was ganz Neues. Hier ist Bärbel. Bärbel ist 56. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Bärbel, um was geht's bei dir? Ja, es geht darum, ich habe meinen Mann am 20.09. ist er verstorben bei mir zu Hause. Ich habe ihn bis zur letzten Sekunde zu Hause gepflegt. In diesem Jahr? In diesem Jahr. Wir haben aber auch erst im August, am 25. August geheiratet. Mhm. Er ist an Krebs verstorben. Er hat im März hat er Schmerzen gehabt, immer Schmerzen gehabt, da habe ich gesagt, wir gehen mal zum Arzt, und da hat er eine Darmspiegelung bekommen. Mhm. Die haben wir auch zu Hause vorbereitet, und da ist er kollabiert, und dann musste ich einen Notarzt rufen, und da haben sie festgestellt, dass er Bauchspeicheldrüsenkrebs hat und Magenkrebs und auch schon voller Metastasen. Mhm.
dann hat er Chemo bekommen, 6 Tage Chemo. Mhm. Muss dazu sagen, er hat 103 Kilo gewogen, mhm, hat die Chemo bekommen, 6 Tage Chemo, 2 Wochen Pause, wieder 6 Tage. Und dann hat er bloß noch 77 Kilo gewogen, haben wir gesagt, konnte dann, lag auch bloß noch im Bett, konnte nichts mehr essen, nichts mehr trinken, mhm, hat auch gerne am Computer gesessen, ging gar nichts mehr. Und da haben wir gesagt, wir brechen die Chemo ab, ja, und sind dafür dann nochmal, wo es ihm dann etwas besser gegangen ist, in Urlaub gefahren. Mhm. Im August dann nochmal, im August hatte ich dann Geburtstag, den 10. Wohin seid ihr in Urlaub gefahren? Wir waren, das erste Mal waren wir hier in Templin, das ist bei Berlin. Ja, ja, kenne ich. Und dann sind wir nochmal nach Fuerteventura geflogen, mhm, am Anfang August. Mhm. Und am 10. August hatten wir dann einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Ich hatte auch vom Palliativdienst hatte ich auch dabei gehabt. Ich habe auch alle Medikamente mit da, mhm, weil ich selber in der Pflege tätig bin. Mhm. Und ja, und dann haben wir am 25. August zu Hause geheiratet. Wie lange kanntet ihr euch denn schon? 10 Jahre. 10 Jahre? Ja. Mhm. Ja. Er wollte immer nicht heiraten, weil er war schon 2 Mal verheiratet. Mhm. Und dann hat er mir dann doch noch einen Heiratsantrag gemacht, haben wir dann geheiratet am 25. August, mhm, zu Hause am Krankenbett. Ja, und es ist nicht mal einen Monat waren wir verheiratet. Ja, am 20.09. ist er gestorben dann. 20.09. und am 8.10. hat er Geburtstag gehabt, seinen 65. Mhm. Ist er friedlich gestorben? Er ist friedlich gestorben. Ich habe ihn bis zur letzten Sekunde, habe ich mit ihm im Bett gelegen, habe ihn in der Hand gehalten. Bei euch zu Hause? Bei mir zu Hause, mhm, ja, genau. Mhm. Ja, das war schon... Weißt du, was ich gut finde? Ich finde gut, dass ihr die Chemo abgebrochen habt. Ja. Ich finde gut, dass ihr das noch geschafft habt, auf Reisen zu gehen. Ja, das war eigentlich, ich meine, er war vor der Reise, war er noch mal richtig runtergekommen, mhm, mit seiner Gesundheit. Und weil ich selber im Krankenhaus arbeite, haben meine Kollegen und die Ärzte ihm noch mal sowas von hochgepäppelt, mhm, und haben gesagt, komm, mach die Reise. Ich meine, der Rückflug war ja auch ganz schön lang. Das war schon ganz schön gefährlich gewesen. Mhm. Aber es hat ihm gefallen? Ja, er hat sich zusammengerissen. Ich glaube, er hat sich zusammengerissen, mir zuliebe. Er ist dann auch immer noch mit Essen gegangen und so. Ich meine, es waren alles Anstrengungen. Er war selber, mhm, noch schwer behindert. Er hat eine Beinprothese gehabt. Ach so. Mhm. Hat einen schweren Verkehrsunfall, mhm, mal gehabt, unverschuldet als Beifahrer. Ja, also sein Leben war schon gezeichnet gewesen, so, ja. Das heißt, du hast jetzt eine heftige Zeit hinter dir. Ja, ganz heftige Zeit hinter mir. Jetzt ist das ja noch ganz frisch. Wir haben gerade erst November, Anfang November. Ja. Wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Mir geht's eigentlich gar nicht gut. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt wieder arbeiten. Ich bin ja selber im Krankenhaus, Krankenschwester. Ich mache 4 Nachtschichten. Mhm. Das lenkt mich eigentlich, mhm, ab, aber das Zuhause... Erinnert alles an ihn? Ja, ist alles so viele Sachen, wo an ihn erinnern und... Ich schlafe auch weiterhin im Schlafzimmer. Ich habe das oft. Ist er in eurem gemeinsamen Bett gestorben? Ja, genau. Und kannst du da ganz normal wieder, konntest du danach ganz normal in dieses Bett wieder gehen? Eigentlich nicht. Ich habe aber gesagt, ich mache das. Ich habe auf meiner Seite geschlafen. Ich konnte mich auf seine Seite überhaupt nicht drehen. Aber ich habe gesagt, er hat immer gesagt, ich soll lachen, ich soll leben und ich soll mir keine Sorgen machen. Mhm. Aber es ist alles gar nicht so einfach. Nee, das ist ja auch nicht einfach, wenn man einen geliebten Menschen verloren, ja, hat. Kann man zunächst mal nicht in Freude weiterleben, das ist ja auch völlig klar. Ich funktioniere eigentlich bloß nicht. Aber er hat dir das mit auf den Weg gegeben, ne? Ja, hat er. Du sollst leben. Er war ja, ich meine, durch seine Behinderung war er auch gezeichnet gewesen. Mhm. Also er hat immer den Lebensmut gehabt, hat allen Rat und Tat zur, mhm, Seite gestanden, hat auch viele Freunde gehabt und so. Es ist alles nicht so einfach. Ich möchte nochmal auf das Bett zurückkommen, ja, weil ich mir gerade das so vorstelle, wenn ich in deiner Lage wäre, deine, ja, Situation wäre. Ja. Ich glaube, ich hätte etwas Scheu vor diesem Bett. Ja, schon. Hast du mir überlegt? Ich habe alle Bettwäsche, alles, was ich hatte, was mich an ihn erinnert hat, habe ich alles weggemacht. Ich habe mir alles neu gekauft. Könntest du dir vorstellen, so als Neuanfang, dass du sagst, okay, ich kaufe mir jetzt auch ein neues Bett für das? Ich habe schon überlegt, ja. Würde ich an deiner Stelle machen? Habe ich schon überlegt. Ich bin schon am Überlegen, ob ich das mache. Mhm. Aber dann hätte er wieder gesagt, warum machst du denn das? Ich glaube, er würde dich verstehen. Ja. Ich glaube, er würde dich verstehen, weil er verstehen würde, dass das verbunden ist mit einem ganz existenziellen, tiefen Erlebnis,
das sehr traurig ist und einschneidend für dein Leben. Ja. Und die ganze Wohnung ist ja wahrscheinlich voll von Erinnerungen an ihn. Ja. Und dann finde ich es ganz gut, wenn man so Kleinigkeiten verändert, vielleicht das Bett auch anders stellt, wenn das möglich ist in dem Raum, einfach den Raum ein bisschen anders einrichtig dekoriert, damit das einen Neuanfang symbolisiert. Und ich glaube, er hätte nichts gegen den Neuanfang. Und nämlich das ist genau das, was er will. Du sollst leben. Ja. Ich weiß nicht, wie du sonst mit Gegenständen machst und mit Kleidung von ihm. Ist das alles noch da? Ja, ist noch. Ich habe aber auch schon was weggemacht, weil das, was mich wirklich ganz doll erinnert, ich kann nicht, das geht nicht. Mhm. Ich meine, ich kann ja nicht alles weggeben, aber es ist so bestimmte Sachen, wo mich erinnert hat. Und wir haben auch an der Badewanne, haben wir so eine Quietschentchen. Mhm. Er hat eine blaue, mit einem blauen Hut gehabt, ich mit einer roten Schleife. Mhm. Ach, das erinnert mich, oder wenn ich zur Nachtschicht gegangen bin, habe ich immer noch gebadet und dann habe ich zu ihm gesagt, willst du da noch rein? Und das sind alles so eine Erinnerung, eigentlich tagtäglich, überall. Mhm. Überall ist er bei mir. Ja. Vielleicht könntest du ja die Gegenstände, die dich zu sehr an ihn erinnern, vielleicht könntest du die wirklich entsorgen. Mhm. Du hast ihn ja in deinem Herzen, dafür brauchst du die Gegenstände nicht. Vielleicht hilft dir das. Es gibt Trauernde, denen hilft das. Es gibt auch Trauernde, die haben gerne Gegenstände um sich herum. Aber ich glaube, ich habe den Eindruck, bei dir ist das nicht so gut. Nee, ich schreibe ihm auch jeden Tag einen Brief. Also ich schreibe ihm jeden Tag einen Brief, meine Gedanken. So. Mhm. Finde ich zum Beispiel eine sehr gute Idee. Ja, mit der so meine Äußerung, wenn ich jetzt auch, ich meine, ich bin ja auch, finanziell ist ja jetzt das auch die Beerdigung. Das hat ja auch alles gekostet. Und das ist alles gar nicht so einfach. Ach, das heißt, jetzt hast du auch finanzielle Schwierigkeiten bekommen? Ja, ich meine, ich hab das alles bezahlen können, aber mir darf jetzt eigentlich nichts passieren. Es darf jetzt nichts kaputt gehen oder so. Ja, das ist alles, das sind alles so noch so im Hintergrund. Was ist jetzt? Und okay, aber da würde ich jetzt auch nicht so viel mir Angst machen, wenn was kaputt geht. Du hast ja deinen festen Beruf, habe ich das verstanden? Ja. Und es kommt ja auch Geld rein. Ja, ich würde jetzt nicht zu sehr schwarz malen, sondern mit diesem Brief finde ich sehr gut. Das ist das mache ich. Ein guter Trauervorgang, Trauerverarbeitungsvorgang. Ich schimpfe mal über ihn oder ich freue mich mal drüber oder wenn irgendwas ist, ich schreibe doch mal einen Brief, Mensch, du, warum hast du mich und so verlassen oder was mir so am Tag passiert. Mhm. Gehst du auch öfter zum Grab? Ja. Ja. Gehe ich eigentlich fast täglich. Ja. Ja. Wie hast du die Beerdigung, die Trauerfeier erlebt? Ah, wie habe ich die Trauerfeier erlebt? Es war eine richtig gute Trauerfeier. Ich habe das alles gut organisiert gehabt. Das war alles, er wollte ja eigentlich anonym bestattet werden. Mhm. Das habe ich aber leider nicht gemacht. Ich habe ihn dann so ein Zehnergrab haben wir gemacht, wo 10 Urnen drin sind. Mhm. Da wird er bestimmt auch geschimpft haben. Aber das ist richtig, richtig gut, so wie es ist. Und weil du dann auch einen Ort hast, wo du hingehen kannst. Ja, wo auch sein Name steht und weil er auch viel Freunde hat und so, dass man sagen kann, okay, da ist er jetzt. Und jetzt für Toten Sonntag habe ich jetzt schon was Schönes bestellt für ihn. Mhm. Weil wir dürfen da bloß eine Vase hinstellen und so. Mhm. Das ist schon. Ist schon alles nicht einfach. Ich habe ja auch noch meine Mutti zu pflegen. Die hat Darmkrebs, die hat künstlichen Darmausgang. Da fahre ich auch noch täglich hin. Ach du, das auch noch. Ja. Gibt es auch gemeinsame Freunde, mit denen du trauern kannst? Ja. Auch mit denen du sprechen kannst darüber? Ja, aber irgendwie denke ich, dass es irgendwie ein bisschen abgeflaut ist, die ganze Sache. Mhm. Dass irgendwie sich alle ein bisschen zurückziehen. Ich weiß es nicht. Oder ich bin vielleicht zu sensibel jetzt oder. Ich glaube auch, Bärbel, dass viele Leute sich in der Tat nach ein paar Wochen zurückziehen und denken, naja, das Leben muss ja weitergehen. Mhm. Und man als Trauernder da steht und das Gefühl hat, man belästigt vielleicht die anderen sogar, wenn man nochmal neu anfängt zu reden. Ja, das stimmt. Ja. Deswegen vielleicht, wenn es dir zeitlich möglich wäre und vielleicht ist das auch möglich bei euch, da wo du wohnst, dass du in eine Trauergruppe gehst. Ja. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Nee. Wäre ein Versuch. Also ja. Du bist mit. Und da kann man eben sprechen. Da bist du mit Leuten zusammen, die genau das gleiche Schicksal haben wie du. Ja. Ich mache folgenden Vorschlag. Wir gucken mal, ob wir was finden in deiner Gegend und werden uns gleich bei dir nochmal melden. Ja, das wäre ganz lieb. Liebe Bärbel, ich wünsche dir alles Gute, viel Kraft und Durchhaltevermögen jetzt für die nächste Zeit. Das ist halt eine harte Zeit. Ich glaube, das muss man auch so hinnehmen.
Ja. Und kauf dir ein neues Bett, wenn es irgendwie geht. Mach ich. Ja. Du liegst auf, wir melden uns gleich wieder. Ja, danke schön. Alles Gute, tschüss. Jo, tschüss. In der Technik heute Nacht Benjamin Vlies und wir sind morgen wieder da. 1 Uhr Radio 1 live, 1 Uhr WDR Fernsehen, morgen auch mit der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr wieder anrufen. Mach's gut, gute Nacht, tschüss.